Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zur 16. Folge des Euro Truck Simulator 2. Wir stehen, ja, wie in der letzten Folge beendet, stehen wir heute noch in Erfurt und haben ja schon bereits die Tour nach Frankfurt angenommen, 17 Tonnen Roggen. Ich kann ja die Papiere nochmal kurz einblenden. Und fahren ja nun, ja, das erste Mal mit unserem eigenen LKW, mit unserem eigenen Volvo FH16 mit geballten 540 PS. Ja, der leistungsstarke Motor im Verhältnis zum Preis war doch ausschlaggebender Punkt, dass ich ihn mir nun gekauft habe. Und ja, jetzt kommt er zum Einsatz. Ja, diese ganzen Wimpelchen und das Navi, was da vorne drin ist, alles DLC, also Download-Container noch gewesen, nachträglicher. Und ja, Kabinenaccessoires heißt dieses Add-on. Und da kann man eben sich seine Kabine ein bisschen individueller gestalten. Unter anderem halt mit diesem schönen Navigationsgerät. Das spart natürlich Unmengen Geld, ne? Sonst muss man sich immer die große Ausstattung des LKWs kaufen, um ein integriertes, fest eingebautes Navi dabei zu haben. Ist jetzt nicht mehr nötig. Man kann mit der kleinen Ausstattung bequem sich ein kostengünstiges Navi nachrüsten. Während ich nochmal schnell meinen Spiegel hier einblende. So, und jetzt blasen wir hier nach Frankfurt. Ja, das macht die Sache wesentlich kostengünstiger, ne, mit dem Navi. Und auch die Wimpelchen hier. Man kann noch viel mehr machen, man kann viel mehr ja, schöne Sachen oder weniger schöne Sachen danach rüsten. Und ja, wer es braucht, sage ich immer, und wer es sich leisten kann. So. Ja, da merkt man schon, sehr leistungsstarker Motor. Ja. Der zieht ordentlich. Aber selbst hier bei diesem Anstieg geht etwas in die Knie. Aber jetzt stellt euch mal vor, wir hätten 360 oder 320 PS hier, weißt du, das hätte ich jetzt schon das erste Mal runtergeschaltet. Man kann es jetzt gar nicht richtig sehen, weil ich die Sitzposition etwas nach unten gestellt habe. Unter den 84 km/h, was Tempomat anzeigt hier im Display. Darunter sieht man die Kilometer Gesamtlaufleistung. Jetzt gerade nicht. Jetzt sieht man es gerade ein bisschen. Ja, eine kleingeschriebene Zahl, 35 Kilometer oder so. Das ist quasi. Ja, das sind halt die Kilometer, die man im Spiel fährt. Das sind natürlich keine reellen Kilometer, da muss ich gleich dazu sagen. Ne? Also der Tacho, der stand ja quasi auf Null. Und wir sind ja jetzt noch keine 30, 40 Kilometer gefahren. Ne? Geht ja nicht. Also im Spiel schon, aber in Realität nicht. Ne? Muss man eben alles auf dem Maßstab der Karte sehen. So, ich bin mal gespannt, wie sich der Verbrauch hier äußert bei dem LKW.
der viel schluckt. Ist ja nun vom LKW her älteres Modell und auch vom Motor her ist ja noch Euro 5 Motor drin, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich muss ja ehrlich sagen, ich kann es dir noch nicht immer jetzt genau sagen, aber ich glaube, es war Euro 5. Und ja, die könnten natürlich halt das merken, Verbrauchung, ist klar, ne? Euro 5 an sich ist natürlich jetzt nicht so gravierend im Spiel, sage ich mal. Es ist jetzt, also steuerlich, also man bezahlt ja keine Steuern im Spiel, man wird ja alles über den Maut und über den Sprit abgerechnet, sage ich mal, oder über den Diesel, sage ich jetzt mal. Und von daher ist es jetzt egal, ob du Euro 5 oder Euro 3 fährst, also Euro 3 gibt es ja nicht im Spiel, aber und das hat jetzt keinen Nachteil irgendwie. So, lassen wir mal ein bisschen rollen hier. Oder bremsen auch mal ab. Ach komm, übertreib's nicht. Hier ist ja schon unsere Abfahrt. Fahren also jetzt den Rest Landstraße nach Frankfurt. So, gib ihn her. Geht's bestimmt wieder gleich bergauf. Ja. Ganz leichter Anstieg. Hätte ich im 9. bleiben können. So, ich habe die Kupplung etwas schnell losgelassen. Habt ihr das gehört? Ich hätte vielleicht nicht ansprechen dürfen, ne? Da hätte es der ein oder andere jetzt vielleicht nicht mitgekriegt. Ja, und ich halte mich immer strikt nach dem Angaben des Herstellers. Also wir haben ja gelesen beim Kauf, dass die maximale Leistung bzw. das maximale Drehmoment zwischen 1000 und 1450 Umdrehungen anliegen hier bei dem LKW. Gut, 1450 lässt sich eben schwer ablesen. Also nehmen wir mal 1500 so als Anhaltspunkt, 1500 Umdrehungen. Das ist ja quasi der grüne Bereich. Jetzt sind wir wieder bei dem neidlichen Thema, dass die KI so langsam fährt, nicht? So, ich hatte übrigens auch im ETS2-Blog was gelesen. Da gab es Neuigkeiten zum amerikanischen Truck-Simulator, zum ATS und ja, da haben sie halt was geschrieben, dass sie wohl jetzt ein bisschen Probleme haben mit dem ganzen Aufliegergedöns. Weil die Auflieger dort nach amerikanischen Vorbildern halt, wie es halt so ist, gebaut werden und die unterschiedlich lang sind. Ja, also man hat klipp und klar gesagt, es ist gar nicht so einfach. Man wollte halt engere Stellen und engere Passagen in die Karte einbauen, um es anspruchsvoller zu machen und hat aber jetzt gleichzeitig auch längere Auflieger dabei. Das beißt sich natürlich irgendwo, ne? Und da sind sie eben gerade dabei, das wirklich zu beheben.
und da die Probleme zu fixen. Weil ja, im Euro Truck Simulator war das eben relativ einfach, durch das die alle, ja, sag ich mal, Einheitslängen haben. Ich meine, die Zugmaschinen haben alle, sind alle gleich lang, die Auflieger sind, ja, sag ich mal, fast alle gleich lang, wenn, dann sind sie kürzer. Wie unsere Kipper, den wir gerade hinter uns herziehen, der ist etwas kürzer. Ne, das ist ja dann kein Problem, ne, kürzeren Auflieger, aber wenn die natürlich jetzt unwahrscheinlich länger werden, ne, ist es natürlich schwierig, wenn man dann noch engere Passagen einbauen will, um das ein bisschen, ja, anspruchsvoller zu gestalten. Und man kommt dann mit den längsten Auflieger im Spiel dann gar nicht in seine Abladestelle oder dergleichen rein. Dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig und es ist, darf natürlich nicht sein. Und da ist man eben gerade dabei, da was zu fixen und das zu beheben. Waren da auch ein paar Bilder dabei von den Aufliegern, waren sehr interessante Dinger dabei. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich persönlich bin jetzt vom amerikanischen Truck Simulator jetzt nicht so besessen, dass ich jetzt sagen muss, den brauche ich unbedingt und das will ich haben. Ich werde mir höchstwahrscheinlich kaufen, ja. Aber ich finde, eine ordentliche West- und Süderweiterung für den Euro Truck Simulator hier, das wäre vielleicht, ja, mir persönlich etwas wichtiger. So, jetzt sehen wir hier unten rechts, in einer Stunde, 6 Minuten müssen wir Pause machen, kann ich nicht nachvollziehen, wir sind gerade erst losgefahren. Hoppala, ich habe den Vergrenzungsfall mitgenommen. Das verstehe ich jetzt nicht, warum wir schon wieder Pause machen müssen. Machen wir doch mal kurz auf die Map gucken hier. Also nicht wundern hier, wenn ich hier auf die Karte gehe, wird das Spiel angehalten im Hintergrund. Also der fährt jetzt nicht weiter, gell? Wir müssen hier rechts abbiegen und ich glaube, bis Frankfurt müssen wir es schon noch schaffen. Hier ist ein Motel, da können wir schlafen. Also man kann nicht überall schlafen, gell? Also theoretisch könnte man das zwar mit so einem LKW, aber im Spiel nicht. Man muss eben Tankstellen und Parkplätze anfahren, um schlafen zu können. Und ja. Es geht mir jetzt schon ein bisschen auf den Zeiger, dass der jetzt müde ist, ja. Oder biegen wir hier einfach mal links ab und vorne an die Tankstelle. Wäre eine Überlegung wert, käme drauf an. Hier sieht man jetzt ein Bett dabei. Ja. Käme drauf an. Wenn der Kunde so lange warten kann, machen wir das. Ja, er kann so lange warten. Verbleibende Zeit, wir sehen es da. 16 Stunden, so lange machen wir keine Pause. Das schaffen wir. Wir fahren links und fahren dann auf den entsprechenden Parkplatz und pausieren dort. Ich habe jetzt auch keine große Lust, hier nach Frankfurt zu orcheln und unter Hektik den Auflieger loszuwerden und dann in das Motel zu fahren, weil ich glaube, mit Auflieger ins Motel, das ist, ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaube, es ist schwierig. Da versuchen wir lieber hier ein Stück in die falsche Richtung zu fahren, machen da unsere Pause. Ich hoffe nur, es ist nicht allzu weit weg, die Tankstelle. Ja, da kommt schon das Bild langsam ins Navi, man sieht's. Sie werden müde, ja, jetzt wird der Bildschirm etwas dunkler.
So, tanken müssen wir ja nicht. So. Machen wir nun unsere Pause hier. Wenn aber das widerwillig. Drück eine Eingabe. So, jetzt ist 23.17 Uhr. Wir haben jetzt noch wie viel Zeit, um dahin zu fahren? 5 Stunden 39 Minuten werden wir doch schaffen. Blendet damit das wieder ein hier. Halte Knopf, so. Und weiter geht's. Jetzt ist 23.21 Uhr im Spiel, ne? Aber ich denke mal, wir schaffen das noch rechtzeitig. Und da unsere Ladung, unsere erste Ladung im eigenen LKW da pünktlich abzuliefern. Haben sie eigentlich bis jetzt fast immer geschafft, ne? Ich glaube eine Tour, also die zweite Folge war das, glaube ich, ne, wo ich den Umweg über Polen gemacht habe, werde ich nie vergessen. Und da sind wir zu spät gekommen. Aber ich glaube, ansonsten waren wir bei fast, waren wir doch, da waren wir jeder Folge pünktlich. Und das wollen wir heute also beibehalten. So, jetzt müssen wir hier Vorfahrt achten. So. Feuer frei Richtung Frankfurt. Also, jetzt muss ich sagen, ich habe es nicht bereut hier. Wie gesagt, meine Auswahl war ja von den LKWs her so zwischen DAF Euro 6, den neuen Actros und halt dem Volvo hier. Und ja, ich habe sogar mal meine Freundin gefragt, was für sie schöner findet. Ne? Sie geht natürlich mehr nach dem Aussehen wie nach allen anderen. Gell? Und sie ist bei Volvo hängen geblieben, wenn auch bei dem neuen, also nicht hier bei dem Classic oder bei dem FH16 Classic wurde ja im Spiel genannt. Und sondern bei dem neueren Modell, aber ja, vielleicht akzeptiert es auch, dass ich den älteren genommen habe. So viel unterscheiden sich ja nun nicht, ne? Grundform ist ja nun mal gleich, das ist nun mal so. Ist bei allen Autos so, denke ich. Ein Scania wird immer aussehen wie ein Scania, ein Volvo wird immer aussehen wie ein Volvo. Haben alle ihre Eigenheiten. Mond scheint jetzt ziemlich hell zu scheinen, gell, weil viel, wenn ich das Fernlicht ausmache, sehe ich ja trotzdem da vorne die Bäume noch.
So, jetzt müssen wir langsam mal in Frankfurt ankommen, ja. Ja, überhol doch. So, also ein bisschen stolz bin ich schon auf mein LKW, ne? Das muss ich jetzt mal so sagen. Ich hoffe, ich kann mir leisten, weil die tägliche Kreditrate war jetzt ziemlich hoch, waren ja 2800 noch was Euro, ne? Ich hoffe, wir schaffen das auch einzufahren. Ja, das gehört doch schon zu Frankfurt hier, oder? Na, sehen Sie, Frankfurt am Main, da sind wir. Sollte ich aber nur nicht den Abzweig verpassen. Kann es auf dem Navi gar nicht so richtig erkennen. Hier die nächste noch geradeaus, wie es aussieht. Ach, hier ist die Firma schon. Sehe ich das richtig? Jawohl. Da sind wir ja schon. Trade out. Wie immer haben wir natürlich selbstständig an die Rampe. Ganz leicht einknicken lassen. Jetzt habe ich das Lenkrad gerade. Jetzt kann ich entgegenlenken. Fast zu früh. Müssen wir nochmal einen Korrekturzug machen. Geben wir noch einen ganz leichten Drall nach rechts. So. Da passt das schon. Na komm. Das ist ein kürzerer Auflieger, deswegen dauert es ein bisschen länger. So, können wir dann abkoppeln hier. Wie eine Auswertung ausgezeichnet. Ja, sehen Sie, da haben wir schon mal 2500 Euro drin. Fast eine Kreditrate. Sieht zwar gar nicht mal so schlecht aus. Mehr EP haben wir auch gekriegt. Jetzt müssen wir nur einen eigenen LKW fahren. Ja. Neue Aufrüstteile verfügbar. Ah, jetzt zeige ich mir die ganzen Aufrüstteile für die ganzen LKWs, weil ich jetzt eigene LKW habe. Ja, ansonsten wäre es nun das gewesen für die Tour. Ich suche mir natürlich wieder eine raus für die nächste Folge, nicht? Irgendwo hier von Frankfurt aus. Jetzt müssen wir natürlich geografisch anknüpfen. Möchte ich jetzt hier von Kassel aus starten, nur mal so als Beispiel, müsste ich mit meiner Solo-Zugmaschine erstmal nach Kassel fahren. Das wäre natürlich, ja, schlecht, ne? Weil wir verbrauchen Diesel, es dauert zu lange. Wie gesagt, wir müssen
ja, täglich sozusagen 2000 oder knapp 2100 Euro einfahren, um die Kreditrate abzubezahlen. Da kann ich mir nicht leisten, hier mit der Solozugmaschine hier durch halb Deutschland zu orcheln, nur weil da der schönere Auflieger steht oder irgendwas. Also das fällt natürlich aus. Also müssen wir uns schon hier auf Frankfurt irgendwo was aussuchen, aber ich sehe schon hier großes Angebot. Wir werden hier schon was finden. Und was es dann genau wird, sage ich euch dann in der nächsten Folge. Und wäre schön, wenn ihr einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert mich, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann sage ich mal bis dahin, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, gute Fahrt. Ciao.